Wie kommt eigentlich die Milch in den Kaffee? Aber noch viel wichtiger. Wie kommt eigentlich die Milch in den Busen rein? Tag Leute, ich bin's wieder. Der Typ, der M&Ms nach Alphabet sortiert. Und ich heiße euch herzlich willkommen zurück zu Clever, die Show. Die Wissenschaft. Wie galt Boning? Als Kind habe ich immer gedacht, er ist ein wirklicher Wissenschaftler. Schnauze. Ungefähr so überzeugend wie die Erhebung der Frage, wie viele übliche Haushaltsunfälle nach einer Systemleistung von maximal rund 15 Spielminuten zu wie vielen grausamen Toten führen. Und damit heißt ihr euch herzlich willkommen zu Our House in the Middle of Our House. Ich hätte nie gedacht, dass ich das mal sagen kann, aber wir sind zurück, denn es gibt brandneuen Content. Cool. House ist ein faszinierendes Spiel. Die Serie, die ich da rausgebracht habe, war unglaublich beliebt bei euch. Und es geht sozusagen Trial and Error mäßig darum, seinen Weg in einer kurzen Zeitspanne im Leben in diesem Haushalt zu führen und dabei möglichst nicht zu sterben. Oder zu sterben und alle zu retten. Oder zu sterben und alle umzubringen. Oder alle zu retten, danach alle umzubringen und dann zu sterben und dann kommt Papi. Oder, wie man halt so Bock hat. Es ist von äußerster wissenschaftlicher Wichtigkeit, dass ihr dem Video sofort einen Daumen nach oben schenkt. Denn wer das nicht tut, wird in den nächsten 5 Jahren tot sein. Wir beginnen dann zunächst erst einmal einen ganz normalen Tag. Also so normal einen Tag für jemanden in einem Haushalt voller abartiger Monster aus den hinterletzten Plumpsklos der Hölle auch immer sein kann. Ja, viel ist passiert, seit wir damals dem tödlichen Loop entkommen sind. Und ich rede hier nicht von Luke Skywalker, sondern von einem Fluch, der unsere Familie im wahrsten Sinne des Wortes heimsuchte. Ja? Und ich finde es interessant, dass das Spiel meinen Speicherstand hier irgendwie aufgreift, oder? Ja, Tatsache! Es ist nämlich so, dass ich das Game und seine gefühlt 150 Enden damals nicht auf Steam gezockt habe, sondern auf der itch.io-Version. Okay, da kommt die Mom. Wir schnappen uns hier mal die Puppe, weil ich habe mich nämlich informiert, wie man den neuen Content freischalten kann. Das ist nicht ganz klar. So, passt auf. Wir nehmen die Dolly hier unserer Schwester und bringen sie in die Küche zu unserer Nachbarin. Und dann wird irgendetwas passieren. Wir können mit ihr sprechen. Und wir könnten uns was Tolleres für diesen Tag vorstellen. Du denkst an deine Schwester, hä? Ist schon schade, was mit ihr passiert ist. Oh, ich weiß, die war am schwierigsten zu retten, Alter. Mit jedem Schritt, den sie gelaufen ist, ist sie fast gestorben, wenn ich nicht da gewesen wäre. Weißt du, ich denke daran, vielleicht ist es noch nicht zu spät. Also zumindest für deine Schwester. Aber du musst ein bisschen Kontrolle abgeben, um ihr eine Chance zu verpassen. Wenn du loslässt, dann wirst du nicht mehr in der Lage sein, zurückzukehren. Lass mich wissen, wenn du bereit bist, Tabby. Oh, ich bin sowas von bereit. What? Ich bin nicht bereit. Komm mal nur zurück. Oder doch? Das war auf jeden Fall neu. Oh, wir sind die Schwester jetzt. Ach so. Oh mein Gott. Oh, wie cool ist das? Aber sind wir zurück in dem Loop? Nein, wir sind... Was danach geschah, ne? Ich meine, der Stuhl ist immer noch da. Den habe ich eigentlich zerkloppt, sonst hätte ich mich in dem Falle umgebracht. Also Tabby hat den zerkloppt. Aber die Seile liegen noch hier. Und hier habe ich mein Tagebuch. Okay, verstehe. Awake. Heute bin ich... was sich zumindest so angefühlt hat, wie das erste Mal aufgewacht seit Monaten. Ich fühle mich so, als würde ich in einem langen Traum feststecken. Okay, krass, ich kann das auch mitnehmen. Ich weiß gar nicht mehr, wie hier so die Controls sind irgendwie, aber ich gebe mir auf jeden Fall Mühe. Also es ist jetzt wohl laut dem Tagebucheintrag auf jeden Fall irgendwie ein paar Wochen bis sogar Monate vergangen, seit den Abenteuern mit Tabby in der ursprünglichen Version. Alter, das ist ja komplett runtergekommen hier. Wächst ein Baum aus der Uhr. Krass, was ist das denn? Au! Oh, ups. Sorry. I did an oopsie. Was passiert? Hier war das Klo. Da kam der Dämon raus. Hallo, Entchen. Was mache ich denn damit jetzt? What? Ich dachte, es ist Frieden eingekehrt. Hallo? Wie kann man sich denn mal so doof anstellen? Oh, ich stehe im Rampenlicht. Ich mag das nicht. Jetzt sind wir endlich wach. Ja, vielleicht musste ich das triggern wegen diesen
ja, ich sag mal, Selbstdialogen hier, Monologen, sagt man. Aber was ist der Sinn? Es ist schon vorbei, oder nicht? Ja, scheinbar nicht, Alter, wenn der Entwickler ja dauernd noch Update rauskloppt. Sogar Tabby hat uns hier zurückgelassen, um zu verschimmeln. Krass, das fühlt sich alles so sinnlos an. Okay, Tabby ist gegangen. Das ist interessant. Boah, ich finde das so cool, dass man hier jetzt mehr zum Spielen hat in diesem Game. Das ist so einzigartig, das Spiel. Ich finde es cool. Okay, und wir fangen wieder komplett von vorne an. Haben wir einen neuen Tagebucheintrag? Offensichtlich nicht. Ich glaube, das Spiel sagt uns das dann auch. Gut. Dann gehen wir mal... Ne, wir gehen erstmal hier weiter. Ist das Schlafzimmer der Eltern offen? Nein, ist es nicht. Okay, die Bilder hier sind alle abgefallen. Uff. Was ist das denn? Ach, das ist eine kleine Ratte. Die hält ein Sandwich. Lol, ist das süß. What? Warte mal, ich gehe da gleich rein. Was haben wir hier für ein Knubbel, Alter? Ugh. Karzinome bildeten sich auf meinem Teppich. Ja, guck mal, der holt Nachschub, lol. Wie süß ist das? Oh Gott. Okay, kann ich... Ich weiß gar nicht. Ich muss da irgendwas Schweres drauflegen. Die Bowlingkugel ist nicht mehr da. Wahrscheinlich muss ich das komplett runterdrücken. Hier kam dieses komische Herz an der Kette raus. Wo bringst du das denn hin? Das Ding ist nicht tot? Was? Okay, das füttert es. Lol. Hi, grüß dich. Hallo, kleines Mädchen. Du, hast nicht zufälligerweise einen Drink, hä? Du erinnerst mich an ein anderes kleines Mädchen, was ich kannte. Das ganze Essen macht mich durstig. Hm. Okay, sag ihr, also richte der Köchin ein paar Komplimente von mir aus, wenn du sie siehst. Warte mal, die Köchin ist doch meine Mutter oder was von ihr übrig ist, oder? Deine Mom weiß, wie man Sandwiches macht. Oh ja, sagt auch mein Vater. ich würde dich fressen, wenn ich nicht so voll wäre. Oh, da bin ich ja... Zum Glück macht sie so gute Sandwiches, ja. Okay, was muss eine Ratte tun, um hier einen Drink zu kriegen? Ich muss ihr also irgendwie was zum Saufen geben. Ich habe keine Ahnung, wie ich das anstelle. Aber ich bin gespannt. Es geht wahrscheinlich nicht raus, oder? Nein. Ich habe immer noch das Tagebuch bei mir. Okay, hier steht das Klavier. What the fuck? No! Ich schätze mal, die Ratte ist nicht das Einzige, was in diesem Game Hunger hat. Verstehe. Wow, Alter. Oh, noch eine Erklärung, ein bisschen Story-Bits hier. Vielleicht sind wir zu schwach, um hier durchzukommen und das alles zu überstehen. Tabby war die Starke von uns. Wir sollten einfach aufgeben. Oh, krass, Alter. Meine Güte, du bist so richtig auf Sonnenschein-Melodie oder wie du heißt. Meine Güte. Ja, zum Glück war ich da. Im Körper deiner Schwester. Also ich meine, also als deine... Ach, kann ich eh nicht mehr retten. Ich habe einen neuen Tagebucheintrag. Okay, das musste passieren. Show me. Lost. Irgendwie verliere ich den Griff an die Realität. Ist das überhaupt doch real? Ich bin jetzt 81 Mal in diesem Albtraum aufgewacht. Ich frage mich, ob das Spiel das zählt. Wie oft wir das wirklich... Ich weiß es nicht, aber ich bin ja nicht in diesem... Doch, ich bin ja mit Tabby immer wieder aufgewacht. Okay, ich kann ja das Licht ausmachen. Oh, das ist aber unheimlich. Das hat bestimmt auch irgendwas zu sagen, genau wie dieser komische Wurm, den ich da umgebracht habe. Okay. Mom? Oh, das ist unheimlich, das mache ich lieber nicht. Aber sie ist doch jetzt auch irgendwie ein Zombie oder so, ne? Kann ich mit ihr reden? Punkt, Punkt, Punkt. Nee, die ist übelst beschäftigt. Okay, verstehe. Hier liegt noch eine Uhr. Da steht ein Glas auf dem Tisch. Oh, das könnte ich vielleicht irgendwie füllen? Oh, ich kann. Okay, nice. Dann gehe ich mal ins Bad. Und das bereite ich dann vor für die Ratte, schätze ich einfach mal. Boah, ist das cool. Ich muss immer mal ein bisschen die Zeit im Auge behalten. Es ist jetzt 2 Uhr. Nur einfach, damit ich Bescheid weiß, wann was irgendwie passiert, weil das ist immer getaktet. Okay. Pick up. Wie jetzt pick up? Nein! Nein! Mach die! Nein! Warum, Alter? Stretch Armstrong! Ich wollte das Glas Wasser auffüllen. Ich weiß, dass so Toilette ist, ist auch nicht die feine englische Art, aber ich hoffe, er hätte es ihr nicht erzählt, oder?
Hat das nicht lang genug jetzt gedauert? Sterben, immer und immer wieder. Es fühlt sich an, als würde es niemals aufhören. Naja, zumindest haben wir uns beide, ne? Och, krass. Meine Güte. Es gibt dir so ein bisschen wenigstens was jedes Mal, wenn du stirbst. Das ist eigentlich ganz gut, weil in der ursprünglichen Version hattest du das nicht. Boah, ey. Okay. Vielleicht müssen wir es auch nicht an der Toilette auffüllen. Das war halt nur im Endeffekt irgendwie meine Idee. Hör mich, was hier liegt in dieser Kiste da. Ich weiß auch nicht. Der Teppich hier ist weg. Ins Schlafzimmer kommen wir scheinbar noch nicht und wir kommen auch nicht an dem Klavier vorbei. Oder warte mal, wenn wir da drinnen das Licht ausmachen. Okay, Augenblick, verändert das irgendwas? Moment. Nope, mach ich nicht. Nein, auf gar keinen Fall, auf keinen Fall. Wir haben hier jetzt irgendwie leider keine Spüle. Scoop? Ach so, ich kann das vom Boden auf... Oh, ich habe das nicht gesehen. Ah, verstehe. Okay, das ist interessant. Sehr gut. Musst du halt auch erstmal wissen, ne? So. Das heißt, es gibt irgendwie... Hat die... Ja, krass. Irgendwie andere Arten noch mit der... Was ist hier? Das war doch eben hier noch nicht da, oder? Kann man da reinfallen? Hat sich irgendwie das Brett gehoben oder irgendwas liegt hier oder... Ich weiß es nicht. Oh, kann man das gießen? Okay, Augenblick. Scheinbar nicht. Alles in dem Game hat irgendeinen Sinn. Es kommt auf die Details an. Ihr werdet es feststellen. Okay, ich bringe das mal zur Ratte. Ich glaube, wenn die Zeit mehr verfliegt, dann wird diese Uhr hier matschiger sozusagen. Okay, das heißt, ich muss mich auch ein bisschen beeilen. Let's go. Ich mache mal das Licht an, damit wir was sehen. Komm, hier, bitteschön. Talk. Ah, Wasser. Nichts, was ich im Kopf hatte, aber das wird... Oh, vielleicht finden wir noch was anderes. Thanks. Wahrscheinlich Schlüssel fürs Schlafzimmer. Was war das? Abwasser. Ihr haltet euch zurück, bitte. Oh, ich fühle mich krank. Naja, zumindest ist dieser Schlüssel raus. Das hat mir im Hals gekratzt. Naja, okay. Sehr gut. Der muss jetzt sich weiter ums Essen kümmern. Okay. Awesome. Ich frage mich, wie wir diese Knubbel da runterdrücken und was dann passiert. Okay, wir können hier rein. Es donnert. Um 3 donnert's. Oder war das, weil ich hier reingegangen bin? Nein, der Strom ist aus. Hallo. Oh, das ist sie, ne? Ah! New Journal Entry? Oh, das liegt... No! Das lesen wir gleich. Hier ist Tobi. Ah! What? What? Hallo? Gut, was ist im Journal? Scream. Ich kann sie immer noch schreien hören. Ist sie auch, steckt sie auch fest in diesem verrottenden Haus? Jeden Tag damit zu verbringen, zu schreien? Werde ich das bald sein? Warte mal, hold. Bin mir nicht sicher, was das bedeuten soll. Hold und dann Pfeiltaste oder Numblock? Ich weiß es nicht. Interessant. Sieht aus wie irgendwas... Es sieht so aus, als wäre da noch eine Seite oder so. Keine Ahnung. Vielleicht ist das ein Rätsel für später. Vielleicht muss ich das erst irgendwie... das kann ja sein. Bin gespannt, wie das aufgebaut ist hier. Okay. Ich nehme das und gehe zurück. Und ich achte mal drauf, ob, wenn es um 3 ist, sich hier... die Lichtverhältnisse prekär umkehren. Okay, ich schließe hier auf und es ist nicht dunkel. Das heißt, um 3 passiert irgendwas. Gut, bevor das Geisterding kommt, ich gehe mal hier runter. Hier liegt... Oh, da sitzt auch wer. Mein Vater. Und Tobi ist angekettet, aber der war ja vorher auch schon tot und hat hier ein bisschen rumgegammelt. Ich kann nicht mit ihm sprechen. Ich kann, in fact, irgendwie gar nichts machen. Interessant oder vielleicht auch nicht. Dann warte ich auf jeden Fall mal, bis es um 3 ist. Use. Oh, ach so, das ist ein Lichtschalter. Da geht's da irgendwie rein? Oder was ist da? Das ist nur eine Tapete ab, glaube ich. Okay. Sehr, sehr interessant. Dann würde ich sagen, es ist gleich soweit. Ich gehe mal hier rein und schaue, was sich verändert. Hier ist noch ein Würmchen. Ich muss die bestimmt alle umbringen, oder? Das hat auch irgendwas zu sagen.
Das ist ein Rabe? Der hat einen Wurm. Das ist um 3. Mutti seufzt. Lol. Talk. Tabitha? Bist du das? Schau mich nicht an! Diese ganze Arbeit, das macht Mami ziemlich nüchtern. Zu nüchtern. Okay, krass, Alter. Aber was mache ich denn jetzt? Ich muss dem Raben irgendwas geben zu einer gewissen Zeit. Oh. Ich kann den Lichtschalter nicht benutzen. Da kommt die Ratte, ne? Ich gehe mal hier unten hin. Ich sehe echt kaum was. Das Klavier spielt sich. Neuer Tagebucheintrag. Ich kann mich jetzt hier vorbeischleichen. Hier ist die Katze. Hab ich gar nicht gesehen. Was liegt da unten? Eine Flöte. Use the arrows in QEA to play the flute. Oh. Okay, also, Pfeiltasten. Warte. No. Play. Ich soll das halten? Oh, da kommt sie! No! Ah! Oh, shit! No! Oh, Alter! Warum will mich alles töten? Meine Güte, ja, weil ich ausspiele. Das ist mein Bruder! What? What? Alter, das Game ist übelst verrückt, ey. Oh, meine Güte, ich komm schon wieder gar nicht klar. Okay, ich hab aber irgendwas gemacht. Irgendwas mit Hold. Und das habe ich getan, aber ich habe nicht gesehen, was es tut. Wir haben noch einen Eintrag, Remembering, Erinnern. Oh, da ist eine Reihenfolge. Grandma hat gesagt, Grandma hat immer diesen Song geliebt. Ich konnte ihn niemals spielen, so gut wie sie konnte. Oh, Grandma, der Geist, der hat immer mal so pssst gemacht, irgendwie, in der ursprünglichen Version. Ich schätze mal, ich habe viel Zeit, um zu üben. Okay, ich muss mir das irgendwie mal rausnutzen. Okay, es ist um 3. Ich muss mich ein bisschen beeilen, weil sobald die Melodie aufhört... So, kann ich das jetzt spielen? Warte mal. Runter, rechts, runter, A, rechts, A, hoch, runter, hoch, links. Das ist Oma! No, Oma, ich werde gerade getötet. Die hat mich schon an der Kehle. Okay, wir reden erst. Also, du darfst gleich, Alter. Was ist das? Oh, Melody. Meine süße Enkelin. Du erinnerst dich an den Song. Du hattest schon immer ein Ohr für Musik. Nicht so wie deine ältere Schwester. Okay, Melody ist quasi meine ältere. Ich dachte immer, ich wäre die jüngere. Und sie wäre die ältere, aber ist egal. Du scheinst mehr wach zu sein als normal. Ja, darum geht's, ja? Kannst du sehen, das Haus, das fällt auseinander. Das merke ich, Alter. Und der Kern, der verrottet. Es ist so dunkel und kalt. Hier, Melody, ich möchte, dass du das hast. Na toll! Es sollte dir ein Licht sein, wenn du hier rumläufst. Oh, eine Kerze gibt die mir. Okay. Ich bin immer da, falls du jemanden zum Reden brauchst, okay? Danke, Oma. Nee, die Katze, die war wirklich amazing. Mann, dafür kriege ich nicht mal irgendwie einen, weiß ich nicht, halt ein Achievement, also neuen Tagebucheintrag oder so. Das ist ja sad. Vielleicht, ich weiß nicht, wie ich das verhindere, dass dieses Fräulein da mir irgendwie in die Quere kommt. Ich habe keine Ahnung. Wo ich noch gar nicht war, ist Tabby's Room, wo wir gerade davon geredet haben. No! Das ist die andere Puppe, das ist dieses Scherenvieh, Alter, das mir über den Kopf abgeschnitten hat. Nein. Bist du auch frustriert? Die strickt da, oder was? Talk. Du bist wach? Können wir jetzt spielen, Melody? No? Okay, hast du deine Meinung verändert? Bitte, bitte, bitte. Okay, wir spielen. Was spielen wir denn? Okay. Close your eyes and no peeking. Was spielen wir denn? Verstecke? Ich darf nicht gucken. Wahrscheinlich schon. Oh no. Wo soll die denn sein? Unter meinem Bett? Oh, da können wir uns verstecken, wenn es unser Turn ist. Okay, verstehe. Ich spiele jetzt mal mit dir Verstecke. Damn.
Ist auch ein kleines Mini. Da ist sie. Du hast da eine Schere im Kopf. Nicht, dass es uns alle weiter stört, aber. Okay, warum ist die da? Was mache ich damit jetzt? Ich verstehe es nicht. Hallo? Okay. Das war ja ein großartiges Spiel. Dankeschön auf jeden Fall dafür. Ich frage mich, ob ich auch so ein Würmchen ins Glas machen kann für den Raben hier. Oh, warte mal. Ich muss mal den Cup auswählen. Okay. Ich weiß gar nicht. Da ist eins. Kann ich das irgendwie scoopen? Warte. Shit. Das wäre aber eine Idee. Damn. Schade. Hätte ja klappen können. Ein Versuch war es wert. Wahrscheinlich nicht, aber naja, ihr wisst schon. Ah, okay, ich verstehe. Die ist halt hier irgendwie hingefallen. Ich muss hier erst... Oh, warte mal. Ich muss hier erst dafür sorgen, dass irgendwas anderes, dass diese Huckel weg sind zum Beispiel oder sowas. Oh, warte mal. Moment. Oh, das ist ein Rätsel. Okay, Augenblick. Ich kann das lösen. Zack, und den hier? Und dann, tja, welchen? Oh! Ich muss da nichts drauf machen. Es ist weg! Ach so! Oh, und dann muss man Verstecke spielen, oder? Damn, dann probiere ich das gleich nochmal. Warte mal. Piano, tu dich mal gütlich an meiner Seele. Bitte. Schaffe ich das? Warte mal. Ui! Ui! No! Oh, das würde ich auch so schaffen! Dann können wir das mal machen. Warte mal, play, bevor das Geisterding da ist. Runter, rechts, runter, A, rechts, A, hoch, runter, hoch, links. Ömi! Hallo? Ach, die kommt erst, wenn es dunkel ist, oder? Und wenn ich das halte? Es passiert nichts! Verdammt! Nur in gewissen Situationen, glaube ich, kann man das machen. Ach, schade. Okay. Ich guck mal, was passiert. So. Ich meine, jetzt sterbe ich erstmal wieder, weil ich keinen Plan habe, wie es weitergehen soll. Ich könnte es halt nochmal versuchen zu spielen, aber die kommt gleich. Runter, A, rechts, A, hoch, runter, hoch, links. Ich kann nicht weg! Okay, Oma kommt auch nicht. Shit. Ich bin echt mega überfragt, Mann. Ich löse jetzt mal dieses Teppichrätsel-Ding. Sorry, ich habe das jetzt nur gerade... Ich weiß nicht, wie ich darauf hätte kommen sollen, aber wahrscheinlich Trial and Error einfach wie der komplette Rest von diesem Debakel hier. Und dann frage ich sie nochmal wegen Verstecke. Ich hoffe, ich krieg's hin. Ja, ist weg. Nice. Das lässt sich auch ziemlich einfach merken. Gut, die dürfte dann nicht mehr stolpern und ja, ihre Schere dürfte nicht mehr im Kopf feststecken, obwohl ich es ihr gönnen würde. Ja, Hide and Seek, let's go. No peeking. Okay, jetzt bin ich gespannt. Sie wird da nicht mehr liegen. Mit Sicherheit nicht. Aber was geschieht dann? Muss ich bis um 3 warten, bis ich sie finde? Weil ich kann nicht in den Pianoraum. Sie liegt nicht da. Sie wollte sich also hier verstecken. Da ist sie. Da hinten ist sie. Ja, da komme ich aber halt nicht hin, ne? Also ich meine, ich kann es mal kurz versuchen. Die ist hier. Nee, das kann ich vergessen. Das kann ich komplett vergessen. Mache ich das denn? Oder war das der Katzenschwanz, den ich gesehen habe? Ich weiß nicht, vielleicht wollte sie auch irgendwo anders hin. Nee, das ist von der Katze sicherlich. Bestimmt. Aber wo sollte die Sonne... Da hinten ist sie! Ach so! Ah, verstehe. Okay, das sah nicht so, als würde sie da hingehen. Talk. Ja, ich habe sie gefunden. Oh ja. Wow, wie hast du mich gesehen? Ey, dein Kopf guckt... Ach, naja, lassen wir es. Okay, ich hatte gedacht, dass du mich hier nie sehen würdest. Hier ist dein Preis. Scheren. Scheren. Aber was mache ich denn damit? Das heißt, sie ist quasi entwaffnet. Aber... Snip. Soll ich dem Raben vielleicht das... Warte mal. Nee, ne? Mutter? Die latscht mich! Oh, ich darf nicht hinfallen mit den Scheren. Ach, krass.
Okay. Das ist aber kein neuer Tagebucheintrag, ne? Das ist einfach nur eine neue Art zu sterben. Oh man. Okay, Rennen ist doof. Ich könnte mir hier mal versuchen, die Seile irgendwie zu zerschneiden, aber ich weiß nicht, was man da. Oh, warte mal, Tobis Fesseln! Oh, ja! Also ich meine, der ist doch dann eh frei als Geist. Aber dann kann ich vielleicht dafür sorgen, dass er nicht hinter mir herrennt. Wisst ihr, was ich meine? Das ist irgendwie wahrscheinlich die Idee. Ja, dass ich da noch nicht drauf gekommen bin. So, zack, zack. Ach ja, das darf nicht passieren. Ich weiß noch nicht, wie man das absichtlich machen kann. Ich habe irgendwie das Gefühl, die fällt manchmal random hin bei irgendwie abrupten Bewegungen und manchmal halt nicht. Ist halt so ein bisschen tricky, aber holen wir uns nochmal kurz die Schere und dann gucken wir mal. Dann müssen wir noch das Glas Wasser besorgen. Aber wir sind ja dann eh gleich bei der Ratte. Und das alles am besten um drei, bevor dieser andere Geist kommt. Zwei Fliegen mit einer Klappe. Das Ding hustet den Schlüssel aus und ich krieg gleich mal noch die Schere. So, damit kommen wir da rein. Ich finde sie jetzt hier mal kurz. Komm her. Ja, komm, gib. Dankeschön. Okay, cool. Ich hab das Ding. Ich renne jetzt mal nicht. Ich hab keine Zeit mehr, Alter. Ich hab das alles instant gemacht. Da bleibt irgendwie gar keine Gelegenheit mehr. Da, Mist. Ich brauch meine Items. Key. Wait. Ach so, Brass Key habe ich. Ja, okay. Oh, okay. Schere. Komm. Boah, mit den Controls ist es noch ein bisschen kompliziert. Snip. Nee? Geht nicht? Oh, ich dachte, das wär's. Dad? New Journal Entry. Oh, ich habe ihn gepokt. No! Leck mich. Oh, ich hasse das. Ich hasse das Ding. Wie kann ich die denn verhindern? No! Es ist dumm. Es ist so dumm. Okay, wir müssen mit der Schere an unseren alten Herren rantreten. Ich gucke jetzt erstmal nochmal das Journal Entry an. Und wir sind ja schon relativ weit gekommen. Wir haben bestimmt schon die Hälfte hier fertig. Haben wir auch Vater. Ist irgendwer überhaupt noch da drin? Weiß er, was er getan hat? Ich meine, es macht keinen Sinn mehr. Ich hasse ihn und ich hasse diesen Song. Ich muss was anderes noch spielen. So, links, hoch, runter, rechts. Links, hoch, runter, rechts. Aber was ist denn da passiert? Vermutlich muss ich das in der Nähe meines Vaters spielen. Immer zu ganz bestimmten... Okay, das probieren wir beim nächsten Mal aus. Okay, liebe Leute, das war ein Ritt. Alter, meine Güte. Was für ein interessantes Spiel. Es steckt noch sehr viel hier drin, was es zu entdecken gilt. Ich bin auf jeden Fall krass gespannt, wie sich das hier ergibt. Und ja, ich hoffe, ihr hattet ebenso Fun. Ich bin mir noch nicht sicher, was wir gegen diesen komischen Geist da mit der Klinge machen. Das nervt ein bisschen. Sobald es um 3 ist, habe ich irgendwie kaum mehr eine Chance zu entkommen. Aber Dankeschön fürs Zuschauen. Wir finden es noch heraus und lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wie gesagt, bis dahin und gerne auch ein Abo, damit ihr die nächste Folge nicht verpasst. Ciao, ciao!